Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, in der letzten Folge haben wir hier ganz Afrika übernommen, zumindest den kleinen Rest. Heute machen wir weiter. Wir werden hier so langsam nach nach Osten gehen. Und wir haben hier schon einige kleine Länder, wo ich ein bisschen überrascht bin. Israel und Libanon zum Beispiel. Die sind recht stark dafür, dass sie so klein sind. Und da fliegen dauernd irgendwelche Flugzeuge durch das Bild. Ja, Israel, 70 Armee, keine Rebellen. Das wird natürlich ein harter Kampf. Und solange werde ich natürlich ein bisschen Wirtschaft betreiben, während die da angreifen. So, hier haben wir Blumen. Dann haben wir hier noch Fisch. Da fahren wir nach Neuseeland. Da kann man nämlich Fisch ganz gut verkaufen. Und dann haben wir hier noch Pferde. Damit fahren wir zurück nach Italien. Gucken mal zwischendurch, wie es hier aussieht. Ah, wir haben gewonnen. Gut, dann erhöhen wir hier die Lokalarmee. Und keine Sorge, ich habe es nicht vergessen, wir werden noch ICBMs starten. Aber Israel war jetzt nicht so dafür gedacht, da eine Atombombe drauf zu werfen. So, Düngemittel, Medikamente, Diamantminen. Fahren wir mal nach Spanien, guck mal da. Alkohol gibt's, okay. So, ist ein bisschen empfindlich, die Funktion hier. Die Armee hat natürlich auch ganz schön gelitten. Ziemlich starker Gegner. Und dann haben wir hier noch Libanon. Greifen wir auch mal an. So, Alkohol. Wo konnte man Alkohol verkaufen? Ich glaube in Oman. Yep. Hier gab es Alkohol und hier gibt es auch Fahrräder. Damit fahren wir mal schnell nach Südkorea. Und da verkaufen die Fahrräder. Nochmal kurz nach China und wir haben den Krieg gewonnen. Ja, haben wir. Gut, hier gibt es Schweine. Dann gehe ich nochmal schnell zurück. Oh, die Zoom-Funktion ist echt grausam, sage ich mal. Also wenn man hin und her geht, dann ist das echt empfindlich. Ja, richtig schlimm. So, Syrien, 42 von der Stärke. Nehmen wir gleich mit. Wir haben Schweine. Schweine kann man in Somalia verkaufen. Na? Kommt ihr auch mal? Ja, da kommen sie. Da bekriegen sie sich. Oh, Indien. Indien hat echt gute Armee. Ich glaube, da können wir auch ein ICBM raufwerfen. So, Syrien haben wir platt gemacht. Obstfarm, noch ein Flugzeugabsturz und dann noch die lokale Armee wieder verbessern. 34, 32. Oha, da gibt es nur sehr wenig Truppen, die ich habe. Jordan ist auch dran. Und hier gibt es Reis. Reis war, glaube ich, Spanien.
Weizen war Indien, Reis war Spanien. Ja, Reis war Spanien. Okay, Japan will Sudan angreifen. Sudan, oh, wir haben gewonnen. Moment. Wir müssen hier die Armee noch kurz verbessern. Pullover und Tomaten. Und noch ein Flugzeug. So, Sudan hier. Direkt nebenan. Ja, kein Problem. Saudi-Arabien. Yep, da lohnt es sich mit einer Atombombe. Und Irak. Nee, nicht so. Nehmen wir mal 20. Und dann 609. 609. Fortfahren. Saudi-Arabien. Klicken, um fortzufahren. Saudi-Arabien. Da. Noch ein paar Screenshots. Ah. Über dem Wasser ist natürlich sehr gut. Dann kann ich die leicht einfügen. Rumänien. Noch ein Klick. Und, oha. Ich glaube, ich habe genug Screenshots. 11, 11, nee, 11, 10, 10. Ja, damit kann ich auf jeden Fall gut umgehen. So, dann greifen wir Saudi-Arabien an. Rumänien soll angegriffen werden. Rumänien haben wir kein Problem mit. Und? Ja, kommt schon. Einfach Saudi-Arabien angreifen. Und ich werde jetzt hier gleich von Japan direkt daneben angegriffen. So, das wird mich jetzt natürlich eine ganze Menge hier kosten. Sudan wurde verteidigt. Oh, hier haben wir Chemiefabrik, Kunststofffabrik, Erdölprodukte, Petroleum und ein Flugzeug. So, Sudan. Haben wir auch alles wieder verbessert. Und Saudi-Arabien gehört uns. So, Jemen. Jemen. 6 und 4. Ja, easy. Irak hat natürlich eine recht starke Armee. 55 und 50. Da muss ich nur die hier etwas verbessern. Oh, da gibt es auch gerade Krieg in Rumänien gegen die Rebellen. Auch einmal verbessern. So. Da haben wir nur Petroleum. Das ist natürlich nicht so viel. Aber egal, ich glaube, wir kommen damit klar. So, wie viel haben wir hier? 30, 30, 26. 30, 30, 26. Ja. Easy. Greifen wir an. Hier haben wir Fisch. Verkaufen wir mal ganz nebenbei in Neuseeland. Da kommt schon das Schiff. Und da verkaufen wir es. Fahren wir mal nach Australien. Gucken, was da so los ist. Ingwer. Gut, Ingwer behalten wir uns jetzt erstmal. Und dann gibt es hier natürlich eine Menge Armee aufzuwerten. Flugzeug. So, und die Wirtschaft, nur Petroleum und Erdölprodukte. Oha. Okay, die sind natürlich ganz schön stark. Katar ist auch ganz schön stark. Ja, ist ganz, ganz okay. Ja gut, da muss ich meine Armee natürlich jetzt wieder auf volle Stärke bringen, damit wir die
fertig machen können. Wieder Flugzeug. Flugzeugabstürze müssen einfach sein. Eigentlich sitze ich hier manchmal nur die ganze Zeit rum und jage Flugzeuge. So, 55. Dann können wir hier schon mal angreifen. Wir haben Ingwer. Ingwer können wir in Italien verkaufen. So, das Schiff ist da. Wir haben Ingwer an Bord. Verkaufen Ingwer. Und kaufen Cashew-Nüsse. Habe ich jetzt welche drin? Ja. Damit fahren wir wieder nach Südkorea, wenn man die da verkaufen kann. Das dauert noch ein bisschen. Nicht mehr lange, aber ein bisschen. Zum Verkaufen reicht's. Ja, und danach nicht mehr. Okay, in China gibt's nichts. So, die Lokalarmee im Irak muss natürlich auch aufgewertet werden. Noch ein Flugzeugabsturz. Obstfarm, Erdölprodukte, Petroleum, alles was dazugehört. So, was haben wir hier? 42. Das reicht ganz knapp. So, dann fahren wir mal wieder nach Südkorea. Gucken mal da. Hier. Erdnuss. Nee, warte mal, nicht Erdnüsse. Sind das Sonnenblumenkerne? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Es könnte auch Mandeln sein. Aber ganz genau weiß ich es nicht. So, hier haben wir auch gleich die Armee fertig gemacht. Wir fahren schon mal nach Japan. Wegen den exotischen Tieren. Angola wird angegriffen. Okay, gleich. Moment. Hier gibt es wirklich überall Erdöl und Petroleum. Kein Wunder, dass die so reich sind. Also, wo war das? Mosambik und Angola. Mosambik und Angola. Angola hier, ja. Mosambik da, auch gut. Schön, dann haben wir hier noch, ich würde mal sagen, zwei Staaten, die wir angreifen. Und ein Flugzeug. So, da haben wir 70-70. Oh, da muss man natürlich jetzt eine ganze Menge aufwerten. 70. Machen wir einfach voll, so. Dann greifen wir hier an. Exotische Tiere, ja. Wir sind ja schon in Japan mit dem Schiff. Verkaufen die Tiere. Fahren nach Südkorea. Da kaufen wir Papier. Und dann fahren wir damit nach Südafrika. Da wird das nämlich gerne gekauft. Ja, die sind noch gut am Kämpfen. Und hier gibt es Blumen zum Verkaufen. Das sehe ich natürlich gerne. Damit fahren wir zu unserem neu eroberten Gebiet. Der Nahe Osten gehört so gut wie uns. Und da haben wir schon die Vereinigten Arabischen Emirate besiegt. Noch ein Flugzeugabsturz. Dann die lokale Marine, lokale Armee verbessern. Oh, hier gibt es Diamanten, Gold, Erdöl und wieder Petroleum. Die beiden Sachen gibt es einfach überall. Also zumindest hier im Nahen Osten. Da haben wir noch 42, das wird nicht ganz reichen. Einfach ein bisschen aufwerten und Katar angreifen. Angola verteidigt und Mosambik.
So, und so. Da kämpfen die jetzt schön. Naja, schön nenne ich es mal nicht, aber sie kämpfen. So, da haben wir das Sonnenblumenkernöl und Parfüm. Damit fahren wir nach Deutschland, weil ich das weiß. Und dann gehen wir schnell wieder zurück nach Katar. Ah, wieder Petroleum und Erdöl. Eigentlich überall dasselbe. Das hier ist wirklich das Gebiet mit dem schwarzen Gold, kann man sagen. Ja, unsere Armee ist natürlich jetzt total geschwächt. Ich würde eigentlich gerne noch weitermachen, aber nee, ich sehe gerade, wir haben 15 Minuten erreicht. Das ist doch ganz schön für eine Folge. Noch ein kleiner Flugzeugabsturz. So, also Leute, wir haben es geschafft. Der ganze Nahe Osten gehört uns. In der nächsten Folge gehen wir weiter und übernehmen hier die ganzen anderen Länder, die dazu gehören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.